Zeit machen. Mal gucken, wie wir hier raufkommen. Oh, die Gebäude. Eine Hackergruppe aus San Francisco hat die Glaubensgeheimnisse von New Dawn enthüllt. DedSec zeigte Material des New Dawn Tempels und wies nach, dass die sogenannten antiken Artefakte einfach nur Fälschungen von angeblichen alten Schrifttafeln sind. Mitgliedern der Hackergruppe gelang es, das bewachte Gelände zu infiltrieren und offenzulegen, mit welchen Methoden die Organisation ihre Mitglieder kontrolliert. Darunter Filmstar Jimmy Siska. New Dawn gab hierzu keine Stellungnahme ab. Wir bräuchten eigentlich so einen Laden. Also so eine Hebebühne. Hier ist also ein X-Code. Versuchen wir mal mit dem kleinen Jumper. Okay, komm zurück. Dann benutzen wir den Heliport. Den Quadrocopter. Okay. Warte, den holen wir noch zurück, so. 18.000. Bin ich in Matsch der Wagen. Nee, wird aber trotzdem keine Hilfe. Ja, wer sagt's denn? Nice, also ich hab vorher noch 18.000 Cash gesammelt. Wo bist du, lahme Ente? Ich bin hier, warte auf deinen Arsch. Lahme Ente. Ah, wenigstens bin ich nicht auf dem falschen Gebäude. Oh. Verdammte Scheiße! Danke für die Hilfe. Ich habe vor einer Weile ein paar Street-Art-Typen getroffen. Die haben mir gezeigt, die Stadt auf eine neue Art zu sehen, mich anders in ihr zu bewegen. Hat aber nicht lange gehalten. Denen ging es mehr darum, T-Shirts zu verkaufen, als Statements zu liefern. Meinst du, du kommst damit klar? Ja, klar. Kleinigkeit.
Aber gute Arbeit. Ja, ich weiß. Ich schicke dir ein paar Hotspots für den Anfang. Mach mich stolz. Okay. Das ist mein erster Hotspot hier. Schade, ich dachte, ich kann noch ausgucken, auswählen, welches. Was ist die? Das ist aber krass. Nur mit dem Besen hier noch? Der ist schon heftig. Nur mit dem Besen und Blau. Nicht schlecht. So durch die Stadt. So easy, Alter. Dann kommen wir nämlich gleich auf jedes Dach. Müssen wir da nicht lange rumfahren. Ich kann mal gucken, wie weit das ist. Oh. Okay. Das ist zu weit. Das ist zu weit. Ich fahr mal wieder runter hier. Auch den Bus fahren. Das kann doch nicht sein. Das wird nicht gut enden. Das ist nicht gut. Geil, gleich eine Trophäe gekriegt. Jetzt würde mich interessieren, ob ich da rausspielen kann. Ja, kann ich. Dauert nur. Kann ich früher drücken sein. Nee, ja, das würde ich empfehlen. Richtig die Musik weiterläuft. Aber ich hätte wieder keinen Cash damit. Also kann mir egal sein. Hier. Das sieht er hier aus. Wenn mal jemand den Not ruft. Nice. Fitties. Wenn ich hier Schnellreise mache, ja. Nudellackierung. Was ist das denn, eine Lackierung? Das machen wir schnell. Reise dahin. Können wir schnell noch die Beeren machen. Und dann müssen wir eigentlich fertig haben, die Mission noch. So wie gemalt. Und dann reicht es dir auch erstmal ein bisschen mit Watch Dogs. Und dann werden wir bestimmt noch ab und zu mal den Willen zocken.
Nein. Was heißt mir hier raus? Tut nicht weh, versprochen. Ist die Frage, wo müssen wir hin? Ist das weit? Nee, ist nicht weit. Geht klar. Da ist noch ein bisschen Cash oder sowas. Ne, eine Pistole. Wollen wir uns erstmal nicht. Wir wollen jetzt erstmal die Lackierungen machen. Da oben, Alter, okay. Natürlich eine geile Position. Frage ist, können wir da jetzt hochklettern oder. Weil ich eher denke, wir müssen uns wieder so eine Hebebühne organisieren. Ne, hier ist ein Zaun rüber. Hier ist ein schräger Dach. Vielleicht kann man hier hoch. Irgendwo. Ist auf jeden Fall ein Verbindungsstück und ich kann mir gut vorstellen, dass ich hier hochkomme mit dem Kran. Wenn ich nur wüsste, wo einer ist. Hier ist ein Parkplatz, aber nicht so eine Hebebühne. Ja, fahren wir vielleicht einfach mal zum zweiten, zu dem anderen. Vielleicht ist da eine Hebebühne, dann können wir rüberfahren. Wird zwar ein bisschen dauern, aber das ist der Wert. Oder ist hier eine Hebebühne? Ja. Anders weiß ich gar nicht, wie ich da aufkommen soll. Ich könnte noch irgendwie rumspringen mit dem Motorrad. Hier steht auch keine Hebebühne. Doch. So, das sollte reichen und dann kann ich nein. Ich dachte, ich kann dabei aufklettern. So eine Scheiße, Alter. So, scheiße, auf jeden Fall hätten wir jetzt eine Hebebühne, mit der könnten wir einfach rüberfahren. Dann hätten wir dann Graffiti auch gleich. Trage den perfekten Satz. So. Das müsste erreichen. Jetzt muss ich hier wieder runter, dort. Ach, hier. Okay, geil.
Nice. Und jetzt fahren wir rüber zum letzten Point, wo wir Graffiti anbringen sollen. So runter auf jeden Fall. Nicht, dass ich mich jetzt wieder töte. Komm, ich steigen mal lieber ein und fahren los. Warte, den markieren wir jetzt auch noch. Damit wir genau den kürzesten Weg haben. Wie weit ist es noch? 300. Ja, wird ein bisschen dauern, aber. Scheiß drauf. Kann ich nebenbei noch was essen, also bis gleich, Leute. Wie kommen wir jetzt da richtig hin? Hier die Sicherheitsterminal gefunden, aber muss ich den nehmen oder was? Da kommt doch ja nicht hoch.
Doch, damit kann ich jetzt endlich sperren. Schade, kann die Kamera noch nicht. So. Und dann haben wir mal das letzte. Über Google. Nudel. Sorry. Haben wir versprochen. Jetzt sind wir fertig. Nice one. Und geht noch weiter. Machen wir Schnellreise hin und verkaufen wir jetzt mal noch unser Zeug beim Pfand. Naja. Ein guter Tag zum Shoppen. Sind Sie sich da sicher? Auf jeden Fall. Da oben also. Und irgendwo eine Hebebühne. Dann probieren wir das erstmal so. Und gucken wir wieder rum. Wie wohnt. So und sein Aufgang und ein Zugang. Meistens gibt es hier so was. Okay, das klingt noch easy. Dann müssen wir jetzt noch was hacken. Ich schicke mal den Quadrocopter los. Damit er mal hier ausforscht, was hier los ist. Okay, hätte ich auch so über das Dach fliegen können, aber dann wies ich wieder, dass ich mit dem Auto fahren muss. Okay. Wir haben es so klug. Wir müssen da schon hin. Und jetzt den gleichen Weg wie mit dem Quadrocopter. Dann sperren wir mal.
Da muss ich da super rinkommen. So, wo ist es? Okay, geil. Nice. So, richtig geil. Gucken wir mal, wo die nächsten sind. Die nächsten sind nämlich ganz schön weit weg. IK-Rennen, zweiter. Oder war erster. Das haben wir auf jeden Fall schon gemacht. Biegen wir uns trotzdem jetzt mal hin. Schon ist, die wir hier schon drin spitten ins Internet. Ja, auch schon wieder 30 Ey, mit den Graffitis. Oder wir suchen uns noch eine andere Mission raus. Gibt hier noch eine, die wir hier haben? Gut. Und online müssen wir auch noch machen. Aber das kommt nachher. Nur 3 Minuten geklappt hat vorhin. Und er mich gleich aus dem Livestream geschmissen hat, probieren wir jetzt nicht die Online-Mission zu machen, obwohl ich hier echt Bock drauf hätte. Sondern wir machen die Hauptmission. Oder eine der Hauptmissionen. Und zwar wie gemalt. Ziel verfolgen, auf der Karte anzeigen. Wo bin ich denn? Ach, da hinten. Ist ja mega weit. Dann reisen wir da schnell mal hin. Wir hoffen, dass er uns nicht aus dem Stream schmeißt. Oder dass er wieder urheberrechtliche Probleme gibt. Wenn ich wieder im Auto irgendwelche Mucke höre. Und die muss ich dann austauschen. Ja, so ist es. Jetzt lang. Dann laufen wir hier mal lang. Klettern wir schon mal hier irgendwie rum. Machen wir mal. Ich kann hochlaufen. Okay, da kommen wir easy zurück. Jedes Mal tappe ich in die gleiche Falle. Wo ist denn dieses Bewegungsteam? Ich kann jetzt erstmal mit dem Jumper rennen. Um die Ding zu hängen, können wir ja leider mit dem Jumper. Aber mit dem Quadrocopter bestimmt später auch, aber das müssen wir erstmal freischalten.
Das wäre vielleicht eine neue Idee. Und das Bootnet natürlich noch auf Maximalkapazitäten. Dann hängen wir das dran. Und dann kann ich oben auch den Fahrstuhl benutzen. Komm zurück. Nice. Dass ich wieder zerquetscht werde. Das wäre nämlich kacke. Das ist nämlich letztes Mal passiert. Da habe ich mich unter diesem blöden Ding gestellt und habe mich so weit von zerquetscht. Und wenn ich nochmal gucken mal hier, müssen wir die Aussicht. Oh, ist geil. Also die Grafik ist schon geil und die Brücken sind auch nice. Ich habe noch eine zu entdecken. Aber die ganzen nebensächlichen Scheiß, den werden wir später machen. Das ist jetzt erstmal hier. Schön Graffiti ramballer, Alter. Und los, dann baller mal. Und Bombe machen wir nicht. Ja. Mit dem Stock. Mit dem Besen. Okay, bringt 8000 Follower, ein Ding. Jetzt gucken wir gleich mal auf der Karte, wo der nächste ist. Hier. Nebenoperation, tagge den zweiten. Einsatz. Der bestimmt auch noch eine, die dritte Mission. Und nochmal 5 attacken muss. Wir haben ja vorher, glaube ich, 3 gemacht in der ersten Mission, jetzt sind es 5. Mal gucken, vielleicht gibt es noch eine dritte Stufe sozusagen, wo dann 7 oder 10 Tags gibt, die wir noch machen müssen. Das werden wir dann wahrscheinlich im dritten Part machen. Davon ist ja jetzt erstmal der zweite Teil wie gemalt. So, und jetzt muss ich das nochmal markieren. Wo ist das hier? Okay. Kann doch gerade auslaufen. Bin mal gespannt, ob wir da hochklettern können oder ob wir in die Rüstwagen laufen. Das sieht mir so aus, ob wir da nicht von alleine hochkommen. Nee. Vielleicht kommen irgendwie unten aufs Haus und dann über die ganzen Häuser laufen. Ja. Ja, vielleicht. Ich schmeiß mal den Quadrocopter und gucken mal, ob jetzt hier gibt's einen Kran. Wo wir auch hinkommen wahrscheinlich, oder? Dann können wir nur runterfahren. Schwenken können wir gar nicht. Und hier, ich will ja meine Drohne zugreifen. Ist ja geil, Alter, wir können Kräne bewegen. Mach mal. Ja, wenn du das hast, erinnerst du dich.
Scheißstadt. Alter, das hat eine geile Mission. Digga, Alter, da kommen noch Sachen, Mann. Ist ja geil. Wir stellen uns einfach mal hier ab. Hey, Dave. Ja, dann freu ich mich. Bis gleich. Sehr schön. Wenn wir gleich die Online-Dinger machen können. Die Online-Missionen, die sind echt schwer. Und ich glaube, zum Zweit schaffen wir die. Jetzt machen wir erstmal wieder die nächste Mähle. Dreieck ist immer noch oben. Und da sind wir. Okay, in die Etage zu hoch, aber nicht schlimm. Dann holen wir uns mal ein paar Follower. Der ist näher dran. Und definitiv noch eine dritte Stufe hier im Lobby. Weil die sind relativ cool, in die Mission da hochzuklettern, irgendwie hochzukommen. Und das mit dem Kran jetzt war richtig geil. Damit hätte ich gerne öfters mit dem Kran. Okay. Hier ist so ein Kranwagen. Sollte doch reichen. Nice. Wollen wir da hochkommen? Oakland, Alter. Ja, die Frage ist, wie kommen wir jetzt da nach oben? Von der rechten Seite. Ah. Okay, vielleicht müssen wir hier wirklich so eine kleine Kletterpartie jetzt machen. Das sieht so aus. Nice. Aussicht, was wir haben. Und zack, das nächste. Ja, einfach über die Türen und alles, oder was? Da hätten sie auch einfach eine Wand hinmachen können. Irgendwo, das sieht geil aus. Na, ja, jetzt was für eine Aussicht. So. Gehen wir uns da hier.
der zweite wie immer halt. Fertig. Also die zweite Stufe, ihr wisst, was ich meine. Hab ich nur. Kein Motorrad, Alter. Mir jetzt nicht so hoch raus. Hier ist eine Leiter. Ne? Okay, und da hinten ist ein Übergang. Okay, alles klar. Zeit für den Jumper. Alles klar, Zeit für den Jumper. Ist ja nicht umsonst scheinbar. Guck mal. Jetzt. Wo ist denn diese blöde Rudel? Scheiß Ding hin, oder? Aber was ist denn das hier? Und entsperren. Nice. Ja, das läuft ja wie geschmiert. Jetzt rennen wir da noch easy cheesy hin. Die zweite Stufe abgeschlossen. Damit endet dann noch der kurze Part. Ich wollte euch nur zeigen, wie er darauf kommt, auf die gefährlichst. Marcus, ich schau gerade eins deiner Werke an. Echt verdammt geil. Vielen Dank, Fanclub-Präsidentin. Kriegen wir mehr Follower? Oh ja, wir haben Follower. Gute Arbeit, Marcus. Schätze, wir können einpacken. Oh, 4. Nochmal 4. Ich fange gerade erst an. Ich habe da ein Ziel im Auge, das ich unbedingt noch taggen will. Ach ja? Was denn? Wirst schon sehen, in den Nachrichten. So, ist auf jeden Fall geil, wie er sich bewegt. Das haben die nice gemacht. Das war's. Weißt du,
du, als der Zack die Kirche zum ersten Mal angriff, dachte ich, da kämpfen Clowns gegen Clowns. Aber das... Wenn wir mal ein paar Leute noch ausnehmen. Vierter Satz. Nun erledigen wir Home Sweet Home. Eine richtig geile Mission sein, aber natürlich. Ich hab euch erlaubt. Die Leute werden wieder auf jeden Fall machen. Ja. So, herzlich willkommen zurück. Wir kümmern uns jetzt mal um den dritten Part von Wie gemalt. Und wenn die letzten Graffitis in der Stadt anbringen und dann mal sehen, wie das. Was für eine Auswirkung es hat und ob wir dadurch noch mehrere Nebenmissionen freischalten können. Gut. Ist auch übrigens Part 15, nicht Part 17. Dann nehmen wir mal auf unsere Fans. Und meine Fans wollten ja unbedingt die Graffiti-Ding sehen, dann werden wir das jetzt hier nehmen. Und die letzten auf der Map zeigen lassen. Okay. Dann machen wir noch schnell das Reise hin und dann machen wir die letzten. Die letzten vier sind es, glaube ich. Dann hätten wir den durchgeschafft. Benutzen was. Dann ist er einfach. Oder nur bis hier. Okay, also müssen wir da hoch und dann da runterfahren, damit wahrscheinlich. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Okay, darüber. Nur als Staatsmann. Das ist richtig geil. Okay. Schade, dass er nicht noch weiter runterfährt. Ah. Was wollen die denn machen? Gib den Hund gleich einen Kampftritt hier, Alter. So, hier können wir hoch.
Siehst du? Hey Leute! Kann sich jemand von euch? Ich schicke den Typen. Fuck, damit habe ich gar nicht gerechnet. Notruf. Worum geht es? Oh Gott, hier wird geschossen! Bitte machen Sie schnell! Bitte! Bitte! Brauchen wir sofort einen Rettungswagen! Es gab einen Mord! Wir haben Ihre Position. Polizei ist unterwegs. Ja, wie kommen wir da jetzt da hoch, Alter? Niemals! Ach du Scheiße! Niemals! Niemals! Nein, da stimmt was nicht. Oh Mann, das ist nicht gut. Gott. Ich kann mit dem Helikopter oder so weiter viel einfacher. Das Ding fährt ja nicht weiter runter. Den gucken wir mal. Ah. Hier ist also ein Aufzug, der fährt ganz runter. Okay, geil. Den habe ich einfach nicht gesehen. Gut. Dann laufen wir das kleine Stück schnell mal wieder zurück. Ich hol meine Sachen, Mann. Ich hau hier ab. Genau, okay? Ich schlafe mit ihm. Wo war denn das hier? Super easy eigentlich. Man muss nur auf beiden Seiten mal gucken, ob es dazu gibt. Deswegen sage ich immer rumrennen. Lohnt sich immer. Und meistens. Immer ist ein sehr hochgegriffener Wort. Okay, hier müssen wir doch runter. Ja. Follower dazu gewonnen. Jetzt können wir mal die nächsten in der Stadt suchen. Ja, die blinken ja so auf. So, machen wir Schnellreise. Beamen uns da schnell mal hin. Wo waren das jetzt? Jetzt müssen wir nochmal auf der Map gucken, wo das war, und dann markieren wir einfach mal, damit wir da was reinfinden. Dann laufen wir dann nämlich in die Straßen, bis sie nicht vorne das anzeigt. Dann können wir doch einfach hier reingehen. Ich weiß nicht, wo das ein Busspur ist. Na gut. Nee, weil das zu hoch ist, zeigt das da oben an. Einmal rum, gucken, ob wir irgendwie hochkommen. Und wenn nicht, gucken wir uns um, ob wir einen Wagen finden, mit dem wir höher kommen. Gucken wir hier nicht. Lassen wir die mal fliegen und gucken wir uns ein bisschen um, ob wir hier Notruf. Was ist der Grund Ihres Anrufs?
Nee, hier ist keine Regenmühle. Ja, und die Online-Mission funktioniert immer noch nicht. Das ist gerade ein neues Statement von Ubisoft, das hat einmal ein bisschen leck. Und die erstmal offline waren, nimmt, aber man weiter halt Koop spielen kann. Deswegen gab es ja vorhin leider nur eine Koop-Mission. Dem Danger Dave. Wie kommen wir hier hoch? Hattet ihr Bäume vielleicht? Da ist ja irgendwo Leiter oder so. Nee. Ich frage mich, wie wir da jetzt hochkommen. Am besten brauchen wir so eine Hebebühne. Aber ich sehe keine Hebebühne. Dann können wir eigentlich auch gleich wieder zurück. Und überlegen uns einfach. Wo ist denn das nächste? Okay, hier sind die nächsten. Der ist mega da. Machen wir erstmal dit. Wenn da Graffiti ransprühen und dann werden wir das nächste in Oakland machen. Und wenn wir die beiden letzten in Oakland haben, werden wir uns einfach um San Francisco kümmern. Oh, ich habe ja nasse Socken. Und ja, läuft ja nicht gut heute. Hallo lieber Zuschauer. Na? Wie kann ich deine Bedürfnisse heute denn erfüllen? Möchtest du, dass ich Watch Dogs zocke? Oder willst du, dass ich ein anderes Spiel zocke? Sieht in meinem Essen zu tun, was du gerne möchtest. Kommen wir hier so hoch? Oder dieses? Ich hatte schon mit beschissenen DMs zu tun und will nicht dazugehören. Man kann halt selber nicht springen, das ist halt blöd. Spiele, in denen man nicht springen kann, sind blöd. Eigentlich. Eine Idee, ja. Brauchen wir wieder eine Hebebühne? Möchte die Film überhaupt sogar? Ich denke, ich kann ja. Das ist der 10 Downloads. So, warte, wir schmeißen jetzt einfach mal einen Quadrocopter los. Gucken mal, wie wir hochkommen. Okay, von da. Hier. Oder hier hoch. Ich bin nicht so weit weg. Hier soll man hin, also. Okay, hier ist auch noch Sperrgebiet. Alles klar, und von hier müssen wir hin wahrscheinlich. Hier ist nämlich die Treppe. Und hier ist. Oh mein Gott! Schade, dass ich da nicht mehr machen kann. Aber jetzt wissen wir was. Wir müssen einfach in diese Richtung. In diese Parkhaus setzen. Was sind denn? Wie frisst sich auf die Luzi? Vielleicht schießen wir uns einfach mal den Weg frei. Wir wissen jetzt ja eh, dass wir kommen. Und dauert auch nicht lange. Vielleicht können wir auch gleich mal vor oder in den Blick nochmal auf die Forschungspunkte werfen, wie viel wir haben. Aber wir haben nur 7. Social Engineering.
Verbesserter Profiler. Gangangriff, weil sie eine ging von San Francisco einer Zielperson zu. Das ist cool. Den können wir uns geholt. Mit dem Verdächtigen. Wird uns jetzt aber nicht viel bringen. Wir warten ja eh, dass wir eh ein Level aufsteigen, damit wir die Kohle haben für. Oder die Forschungspunkte haben für. Im Bootnetz. Deswegen nicht so doof. Wir können den Quadrocopter nochmal losschicken. Und hier haben wir ganz easy einen Dings zu sehen. Jetzt steuern wir und schicken hier einfach runter. Fahren die nur einfach zu mir. Nicht durch, aber doch. So. Ja. Einfach hingeklettert und hochgefahren mit dem Zap. Sind wir schon da, wo wir sind. Und dass diese Graffiti anzubringen jetzt so schwierig wird, weil wir uns hier durchkämpfen müssen, das hätte ich natürlich nicht gedacht. Nehmen wir erstmal die Elektroschockpistole. Eigentlich wollten wir hier nur durchschleichen und mehr wollten wir eigentlich auch nicht tun. Aber da wir jetzt sehen, dass da vorne so ein bisschen Cash liegt, Cash mehr ist. Was machst du? Scheiße, alles okay? Nein, nein, nein. Mit ihrem Fehlschlag. Dass ich das aktiviert habe. So. Wo ist jetzt Cash? Cash ist jetzt hier unten drin, oder? Hä? War ich hier mit Auto oder was? Okay, cool. Nice one, das freut mich doch richtig, Alter. Und wir haben schon wieder die nächste Rätsel. Und zwar müssen wir uns hier wieder hinhängen. Da hinten irgendwo. Schmeißen wir doch einfach unseren Jumper mal schnell hin. Und gucken noch mal, wo der lang geht da hinten. Sind die nicht schneller fährt? Kommen wir irgendwie schneller vor. Ja, gut, aber leider können wir ja nur mit dem Ding das Ding hacken. Oder halt manuell, wenn wir selber hingehen. Ist aber meistens nicht möglich, wenn die Plätze nicht zu betretbar sind. Zu erreichen sind, würde ich eigentlich sagen, aber. Und das alles nur für ein Graffiti.
ein bisschen Cash. Nice. Wir haben es geschafft. Finde ihn und heiz ihm ein, klar? Sehr geil. Was steht da? Order on your hands, was? Verarscht er mich? Ach, Auerblatt. Okay, geil. Und das freut mich. Der nächste blinkt hier schon fröhlich vor sich hin. Geht da schnell die Schnellreise. Vor allem, wenn man nah ist. Haltet ihr dafür, lädt es viel schneller, als wenn man weiter weg ist. Warum das wohl so ist, einmal. Das könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben. Seid ein kleiner Joker, Mann, Alter. Ich zocke noch. Wie ich will, wenn Bock auf Watchdogs und Zeuge Watchdogs und ihr könnt gerne zugucken, ihr seid herzlich eingeladen. Auf dem Weg! So. Schießen wir einfach auf jeden Fall in Richtung nächster Plattform. Müssen wir hier den. Oh ja, geil. Wir müssen den Kram bewegen. Geil. Das ist doch mega geil, Alter. Und deswegen finde ich die Tür. Also ich finde, das lohnt sich bis jetzt. Und wenn man einen Freund hat, kann man ja immer noch los. Wir müssen auch wieder einsteigen können. So. Warte ich jetzt hier mal. Ach, von oben wahrscheinlich. Das ist ein richtig geiler Spot, Alter. Schön mit der Jogginghose und den Lederstiefeln, Alter. Und den Oberkörper komplett in den 50er Jahren. Unten Hip-Hop und unten Cowboy, Alter. So sieht's aus. Oakland, Alter. Das letzte Oakland. Geil. Das freut mich. Und jetzt fehlt nur noch das hier. Wie ist der? Waren wir vorhin schon. Aber irgendwie müssen wir ja da hinkommen. Wenn nicht, müssen wir in der Gegend rumfahren und irgendwas suchen, damit wir da so einen Hebel suchen, damit wir da irgendwie hochkommen. Wenn es denn reicht. Na, wir gucken uns das einfach mal in Ruhe an, nochmal. Scheint ja kein Problem zu sein für euch, hier zuzugucken, lass ruhig einen Daumen nach oben da, wenn du schon zuguckst. Und keinen Kommentar abgibst, gern gesehen. Ist natürlich auch das Abo, aber das ist deine Entscheidung. Wo kriegen wir jetzt die Hebebühne her? Die meisten stehen hier in so einem kleinen Kasten drin. Oh,
Hier klaut die Auto. Raus hier! Scheiße, hier fahren wir. Ich könnte dir jetzt sprechen. In aller Ruhe. Ist hier wieder. Yeah, wir müssen da drin sitzen. So macht der keinen Sinn. Da ist jetzt ein Stück, aber scheiß drauf. Geil, Alter, wie er da drin sitzt mit dem Laptop und fährt. So will ich damit hochfahren. Ab zur Uni. Zack. So. Da muss ich mal ein bisschen hochfahren, wahrscheinlich. So, und das letzte war fertig. Okay. Das ist die letzte, oder was? Dann beamen wir uns da schon mal hin und machen das allerletzte. Das allerletzte. Du bist das allerletzte. Ja. Nur mein Laptop ist gleich alle. Apropos alle. Stecken wir unsere alternative Waffe weg und machen das letzte und wir malen diese Bridge. Oh geil, du kommst wie rufen, Alter, weißt du nicht? Sorry. Todesstrahl. Und hier ran war es. Ist ja so, als ob ich Jetzt sind wir da so hoch. Aber wie denn? Arbeiter, ich habe ja mal so eine Doku gesehen, die Arbeiter, die laufen über die Seile hoch. Vielleicht kann ich das auch machen. Obwohl mir das relativ schwierig aussieht. Und ewig dauern wird, weil die Brücke riesig ist. Ich glaube, der Winkel einfach zu steil ist, um hier hochzulaufen, ohne Sicherungsseil. Ah ne, wenn wir da so. So sieht's wirklich aus, als sind sie bei den Sicherungsseilen. Aber da komme ich nicht hoch, Alter. Okay, ich weiß mal den Quadrocopter. Guck mal hier, Alter, da. Okay, Laptop ist wirklich gleich alle. Okay, aber das weiter wegrennen hat uns dazu gebracht. Oh, fuck, jetzt.
Wartet mal, liebe Leute, ich muss mal wirklich eine Sekunde nur mein Laptop hier mal rüberstellen und den ins Stromnetz hauen. So. Und dann machen wir mal das letzte. Das allerletzte. Du bist das allerletzte. Ich hab mal gehört, dass man ein paar Missionen noch einfach überspringen kann und nur die Hauptmission machen kann, um sozusagen nur die Story voranzutreiben, und dann ist das, glaube ich, bei 12 Stunden. Dann wird es ja nicht viel. Muss zwar viel hin und her fahren und so einen Scheiß machen, das dauert ja auch ewig. Ist aber relativ cool, weil der zeigt, wie hoch die Brücke wirklich ist. So, und ab jetzt hoch. Und dann auf der anderen Seite weiter hoch. Richtig geil, richtig geil. Hoch auf die San Francisco Bridge. Golden Gate Bridge heißt die. So, okay, ja. Und ganz hoch? Achso, nee. Dann hauen wir uns hier raus. Oh, was liegt denn hier? Geil, Alter. Richtig, richtig geil. Richtig, richtig geil. Warte mal, Leute. Hier, Alter. Den haut mal hier hin. Zu lange, Tide. Ja, sieh mal, dann kümmern wir uns später um den Tide. Ist ja auch nicht so wichtig. Da werden sich wahrscheinlich schon wieder fünf Leute drüber aufregen. Hier war noch ein Aufzug, oder? Ja. Muss ich dann viermal machen? Okay. Das dauert halt ein bisschen. Mit der kann ich wahrscheinlich ganz nach unten fahren. Richtig fett, richtig, richtig geil, Alter. Was das für eine richtig fette Aussicht ist, ne? Und hier ist er, oder? Ja, so sieht's fett aus, so sieht's fett aus. Mmh. Sweet, Alter. Und jetzt guckt euch das an. Und das erste, zweite. Wir müssen noch zweimal höher. Richtig geile Aussicht. Erstmal schön den Wahrzeichen gemalt. Dafür jetzt bestimmt die Todesstrafe, Alter. Geil. Geil. Und das wäre ohne Quadrocopter ja nicht möglich. Gut, dass wir den geholt haben. Schade, dass der einmal nicht runterfällt. Oh, fast ein Level aufgestiegen. Nee, wir sind ein Level aufgestiegen. Geil, Alter. Wir uns nämlich gleich mal kurz weiter skillen, forschen. Und zwar wollten wir ein Bootnet weiter ausbauen. Oder Bootnet. Ach,
Ne, die Scheiße, die kosten 6, aber wir haben nur 12. Wir kaufen nur 1. Und auf der anderen Seite werden wir noch 1 kaufen und die letzten beiden werden wahrscheinlich 8 kosten, die werden wir uns nicht holen. So, und da oben ist die letzte Steuerung. Ganz oben und eine Station tiefer. Das ist jetzt schon zu hoch. Oder? Nein, ganz nach unten? Doch. Okay, geil. Wo bin ich denn eigentlich? Fuck, tiefer jetzt nicht. Edson. Wo bin ich denn auf welcher Seite? Okay, den brauche ich. Ja, dauert wirklich relativ lange, den zu machen, aber es ist eine geile Aussicht. San Francisco, Baby. Sieht ja riesengroß aus, wa? Und jetzt sehr gemütlich und ruhig. So. Ab nach oben. Dafür ist der andere Fahrstuhl jetzt gleich schon unten. Dann können wir gleich drin hopsen und hochfahren. Und das letzte Ohr erledigen. Und dann springen wir runter ins Wasser. Das machen wir. Wir springen runter ins Wasser. Von ganz oben. So, und dann auf der anderen Seite immer hoch. Und dann sind die drei Graffitis fertig, dann müsste ich das wahrscheinlich noch auf der anderen Seite machen. Das wäre fies, das würde ewig dauern. Aber das wäre dann richtig. Für die Graffiti eher. Auf beiden Seiten. 700.000 Follower, Alter. Fast so viele Zuschauer habe ich ja gerade im Moment. Aber easy, wir wollen nicht angehen. So, dann fangen wir mal das letzte Stück noch hoch. Über den Balken. Eieieiei. Geil, Alter. Alles voller Vogelkacke. Wenn die hier ausrutscht, ist vorbei. Ist vorbei, Digga. Muss ja auch ewig dauern, das mal, wenn man das wirklich machen würde. Aber ich glaube, da würden Leute sofort die Polizei rufen. Weil das ist ja wirklich ein Wahrzeichen, das immer sauber gehalten wird. Und ich glaube, das dauert eh ein Jahr, das Ding zu streichen. Und wenn man aufgehört hat, muss man sofort wieder anfangen. Geil, Alter, guckt euch das an. Create. Destroy, rebuild. Was steht da, Desire? Oder das Dead Set. Richtig geil. So, können wir jetzt hier. Du schießt echt den Vogel ab. Ein Tag auf der Golden Gate Bridge? Es ist in allen Nachrichten. Sag ich doch. Das ist die Art Publicity, die wir brauchen. Der Schüler ist jetzt. Der Meister. Ich war immer der Meister. Nice, liebe Leute. Und wollt ihr hier den Sprung sehen, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und ein Abo, falls ihr Bock habt. Das ist San Francisco von oben. Wunderschön. Richtig geil. Golden Gate Bridge. Das ist ein schönes Foto. Da könnten wir eigentlich auch wirklich mal noch ein Foto machen von.
ein Selfie. Was kacke das jetzt hier? Rückenkamera? Kamera? Achso, ja, geil. Damit hätte ja dann noch so ein Selfie, Alter. Das ist geil. Das ist ein cooles Foto. Kann ich da jetzt nicht in die Galerie mal? Geil. Gut, dann springen wir hier mal runter. Geil. Ich dachte nicht, dass wir das überleben. Gut. Ich bin wach mit dem Part. Gemalt ist gemalt. Nee, wie gemalt jetzt die Mission? War der dritte Part hoch oben auf der Golden Gate Bridge, war der Abschluss. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen und ein Abo da. Und vielleicht geht's heute noch weiter mit dem nächsten Part. Für die Leute, die sich wundern und gerade zugeschaltet haben. Ich mach die ersten Parts noch eine halbe Stunde lang, damit man so in der Playlist schön weggucken kann. Und das sieht ja auch echt strange aus. So ein Draht, der die Lampe hält. Na gut, müsst ihr nicht mehr, Leute. Das war's von der Golden Gate Bridge.